Naomi Campbell als Gefangene in Diamantenketten. Das Supermodel zählt ebenso zur bewegten Welt von US-Kultfotograf David LaChapelle wie die Rapperin Lil' Kim mit Tätowierungen der Luxusmarke Louis Vuitton. In einer großen Pariser Retrospektive zerschmettern Cola-Dosen Fahrzeuge bei diesen Desperate Housewives. Und die Menschheit geht allmählich unter, getrieben von ihrer Gier nach Luxus und Ausschweifungen. For sure, the last several years I've had this impending feeling of Sicher hatte ich in den letzten Jahren dieses bedrohliche Gefühl von Dekadenz um mich herum. Von Dekadenz und dem Paradox, in dieser Welt der Prominenz und der Mode zu arbeiten, die besessen davon ist. Mit dem Wissen, dass diese Dinge zu Ende gehen würden. Darum habe ich dies gemacht, im Gefühl eines nahenden Zusammenbruchs. David LaChapelle weiß, wovon er spricht. Seit 2 Jahrzehnten ist er vertraut mit dieser Welt. Er hat Werbekampagnen für Marken von H&M bis hin zu Diesel und Lavazza geschaffen. Seine Fotos waren auf Hunderten von Magazintiteln. Er hat seinen Stil durchgesetzt, irgendwo zwischen Porno-Schick, Zitaten von Andy Warhol und vor allem riesigen Fresken wie bei Delacroix oder Michelangelo. Er hatte einen sehr starken Einfluss in der Fotowelt mit seiner Explosion der Kreativität, der Farben, der Lichter, der Kontraste. Mit 45 Jahren will LaChapelle Neues erleben. Er sieht sich mehr in Galerien und Museen wie hier in der Pariser Münzprägeanstalt und weniger bei Fotoshootings für Werbekampagnen. Mit dem schönen Schein wird er sich aber weiter beschäftigen. Schließlich blüht der Materialismus trotz aller Krisen weiter.